Ich bin Luca Dirks, ich komme aus Pölde und habe beim ersten VfT Pölde das Volleyball spielen gelernt. Also der Weg war folgender, ich kam erst in den NVV-Kader von Niedersachsen rein, in die U16 und bin dann 2014 mit der Mannschaft Bundespokalsieger geworden in Spergau, in Merseburg, in Sachsen-Anhalt. Und daraufhin wurde ich dann halt zur Nationalsichtung eingeladen nach Chiembaum, das ist in der Nähe von Berlin, und bin dann halt dementsprechend dort reingekommen. Insgesamt waren dort 60 Spieler und die besten 20, 25 wurden dann da aufgenommen von denen. Also erstmal kam dann halt die Nominierung und dann wurde halt angefragt aus Frankfurt, ob ich denn da Lust zu hätte. Und habe dann eine Probewoche gemacht, Anfang des Jahres. Und dann bin ich da hingegangen. Ja, es gefällt mir super. Also die Leute, das Umfeld, alles super. Und Training ist halt manchmal ein bisschen anstrengend, aber da gewöhnt man sich dran. So ein Tagesablauf ist folgender. Also meistens morgens von kurz vor 8 bis 9:30 Kraft- oder Beitraining, dann in die Schule. Dann nachmittags ein bisschen frei für Hausaufgaben, mal ein bisschen ausruhen. Und dann meistens nochmal die zweite Einheit so um unterschiedlich, meistens so 4 bis 6, 7 bis 8. Also in der Woche sind es 7 bis 8. Und dann kommen noch am Wochenende, Samstag und Sonntag, Spiele mit dem Internat in der 2. Bundesliga Nord dazu. Zurzeit während der Saison alle 4 Wochen. Aber jetzt nach der Saison wird es wahrscheinlich ein bisschen mehr so. Eigentlich nicht jedes Wochenende, aber wahrscheinlich so alle 2 Wochenende bin ich dann zu Hause. Ein Lehrgang in Italien im März. 2 Wochen lang. Das Ziel da ist erstmal die Länderspiele gut beschreiten gegen die Gegner. Ich weiß noch nicht, wer kommt, wahrscheinlich Italien dann und noch ein anderes Land. Und ja, weiterführend ist dann im Sommer noch ein Lehrgang. Und das größte Ziel, was jetzt in der nächsten Zeit ist, ist die EM-Qualifikation Anfang des Jahres, also nächstes Jahr, 2017. Ja, natürlich irgendwann Profi werden und dann damit Geld verdienen, ob in Deutschland oder im Ausland. Schauen wir mal.